Okay, hier sind 100 von solchen Reißzwecken. Jetzt werfen wir die mal vorsichtig über das Papier. Die sich nicht so gegenseitig beeinflussen. Da noch eins hier. Da. So. Jetzt mal zählen. Notieren, wenn es nicht langweilig ist, müssen wir einfach Vorlauf drücken. 5, 10. Häufchen. Eigentlich waren in der Kiste 200 drin, aber das haben wir dann doch zu viel. Und so, die können wir noch zu den 5 gehören. Mal zählen. Dazu. Nicht das umgekippt, das geht nicht. Zählen, wie viele sind? 10, 20, 10, 20, 4, 30, 40, 42, 44, 46. Das hier sind 10, 20, 30, 40, 50, 50, 54. Okay. Dann nehmen wir das vielleicht mal einfach, diese Zahl. Also es ist natürlich so, an sich wäre es besser, man hätte es mit 1000 gemacht. Ja, dann hätte man noch eine bessere Möglichkeit, noch das noch besser herausgefunden. Also welche waren gut für uns? Gut waren diese hier, ne, wenn die Spitze nach oben sind. Das waren 10, 20, 30, 40, 46, also 46% gut. Und das hier sind 10, 20, 30, 40, 50, 54% schlecht. Ja. Sehen Sie schon, dass nicht so gut ist. Aber wir wollen gerne die Aufgabe weitermachen. Das mache ich dann im nächsten Mal.